Willkommen zurück zu The Park. Weiter geht's, verehrte Freunde. Wir, also Let's Show, ich habe jetzt Let's Play gesagt, nein, freut euch nicht zu früh. Wir werden nach diesem Teil definitiv aufhören. Aber ja, wir gehen jetzt erstmal weiter. Wo waren wir denn das letzte Mal überall? Oder was haben wir das letzte Mal überhaupt alles gemacht? Ich empfehle euch, den Part zu gucken, falls ihr es nicht getan habt. War super spannend. Wir spielen hier eine Mutter, die ihr Kind sucht. Ich habe schon gewisse Theorien geäußert. Vielleicht lebt das Kind ja gar nicht mehr. Vielleicht folgen wir da einem Geist, einer Erinnerung, was auch immer. Auf jeden Fall sind wir schon die unterschiedlichsten Dinge gefahren. Wenn ich mir das so angucke, gibt es in diesem Park gerade mal sieben Attraktionen. Drei davon sind wir davon schon gefahren. Oder vier. Moment, Riesenrad. Das Schnelle. Ah ne, der Autoscooter ging ja nicht. Aber die sind hier auch ausgeschildert. Dann sind wir schon vier Attraktionen besucht, ja. Fehlen ja noch drei. Vielleicht kriegen wir diese in diesem Part jetzt hier noch unter, in diesem letzten Let's Show. Weil allzu groß soll das ja angeblich nicht sein. Und während wir die Attraktionen schauderhaft gefahren sind und seltsame Dinge gesehen haben, haben wir auch interessante Monologe seitens der Mutter gehört aus ihrer Vergangenheit. Ne, da kamen wir her, alles klar. Sei es nun das Thema um den Vater, was gerade jüngst hier auf dem Riesenrad noch erzählt wurde. Oder die anscheinend gute Bindung zu dem Sohn und ihr. Alles drumherum. Sehr interessant. Aber so richtig schlau sind wir aus der Sache noch nicht geworden. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ich habe einfach gesehen, dass es da eventuell ein bisschen hoch geht. Und ja, damit endet es aber auch schon. Dachte, das ist jetzt so ein Pfad, der vielleicht da nach oben führt. Nein, ist es nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ich bin jetzt nämlich echt neugierig, worauf das Ganze noch abzielen wird. Oh, das ist ja halb kaputt. Ist das vom Riesenrad? Nee, doch. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ach, vom Roller... Ein Rollercoaster-Ticket, okay. Alter. Mensch, da kriegt man ja richtig Bock auf die Achterbahn, ey. Aber sowas von, ey, aber das kam vom Riesenrad, das ist da quasi runtergerollt, ne? Denke ich doch mal, ja. Sieht zumindest stark danach aus. Und noch ein weiteres in die Richtung. Natürlich darf eine Achterbahn nicht fehlen in so einem Spiel. Natürlich nicht. Mensch, immer wenn so eine Szene passiert. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk. Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything! It served the little fuck right if I just abandoned him. Okay, ich glaube, ich muss meine Meinung mit der guten Bindung vielleicht doch mal zurücknehmen, weil was sie da gerade so ein bisschen vom Stapel gelassen hat. Wirkt doch ein bisschen extrem. Anscheinend ist er doch nicht so glücklich, wie ich es zunächst angenommen habe. auf jeden Fall, ja. I always wanted to ride this one. Never got around to do it before. Bin ja mal gespannt. Also jetzt ist mir die Protagonistin gerade ein bisschen unsympathisch geworden, aber... Es spielt wahrscheinlich keine Rolle, in welcher Reihenfolge wir hier die Attraktion erleben, aber sie gibt dann halt immer weiter und weiter was von sich preis. Und ich denke mal, dass dann irgendwas dann am Schluss noch passiert. Ich habe keine Ahnung. Mal sehen, jetzt werden wir erstmal da einsteigen. Achterbahn, juhu. Naja, wenn es sein muss. Jo. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? That's insane.
insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Okay. Tell me where my son is. Witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Geil, ist hinter mir, oder? Ja, oh Gott, ich sehe seine Arme. Oh Gott, ey. Ich bin schon. Was? Ist sie vielleicht auch tot? Oder sowas ähnliches? Hatten wir einen Unfall im Park? Krass. Das würde nämlich auch passen, so was er so eben gemeint hat. Nicht nur der Sohn, vielleicht wie es ja auch. Was ist da? Wow. Ach, Gott, ey. Jetzt ist er auch nicht mehr hinter mir. Was für eine Irrfahrt. Das wird natürlich Sinn ergeben. Man stelle sich vor, die haben hier ein... Ach nee, ich mit meinen Theorien immer. Vielleicht ist das eine Art Zwischenwelt. Beziehungsweise, die waren halt im Park, haben einen Parkunfall gehabt. Also durchaus mal passieren kann, leider Gottes. Und jetzt liegen die vielleicht... Also Krankenhaus hat man ja gerade noch gesehen. Entweder sind sie tot oder in einer Zwischenwelt oder sonst irgendwie sowas. Fuck, the transport storage machine. It's only these people. Okay. Ja, keine Ahnung, ne? Es ist echt unheimlich. Und sehr... man kann schon interpretieren. Oder spekulieren, vielmehr gesagt. Um was es hier überhaupt geht. Ich finde es sehr gut gemacht bisher. Da ist die Flashlight. The Witch awaits. Ach ja, ganz am Anfang, erinnert ihr euch? Wie war denn das? Da war doch ein dunkler Ort, wo ich... Oder? Irgendwas hat sie doch gemeint, von wegen... Ja, in dieses Maul rein. Callum has bruises on his arms. Finger marks. Someone has been hurting him. Okay. I've asked him. Demanded, really. To know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can't save him. And there will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Okay, auch sehr unheimlich jetzt das Ganze. Also, jetzt habe ich schon wieder neue Theorien durch diesen Monolog. Von wegen, dass das Kind im Schlaf eben von sonst wem beobachtet wird und mehr oder weniger angegriffen. Ah, das klingt alles so schauderhaft gut. Und sie... Ja, ich bin mir noch unschlüssig, wohin das Ganze echt führt. Das, nach jedem Monolog könnte ich meine Meinung ändern. Keine Ahnung. Ich sage am besten gar nichts mehr. Ich lasse es einfach nur noch auf mich prasseln. Die Hexe ist vielleicht da, wo wir jetzt hin können. Weil wir jetzt anscheinend genug Story-Input haben. Können wir jetzt mit der Flashlight da rein? Ist da vielleicht irgendwas Krasses passiert? Weiß nicht, das Spiel drückt sich eigentlich viel mehr in Metaphern aus, wie man ja eigentlich merkt. Ich weiß, dass ich gerade zurück... Callum, where are you?
Ich laufe gerade zurück. Das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist der Park ist doch bestimmt so ein großer Rundgang. Und wenn ich da jetzt... Ich weiß, wo ich hinlaufe. Ich weiß, wie ich es mache. Wir werden wieder hier den Hintereingang nehmen. Weil da habe ich den Weg abgebrochen. Da ist vielleicht noch was Neues. Wir waren ja noch nicht überall, glaube ich. Auch wenn wir jetzt schon zum Hexenmaul können. So würde ich schon noch gern gucken, ob da noch was geht. Wobei das Hexenmaul könnte natürlich auch noch ein Schauplatz sein, der da aufgeschrieben war. Und folglicherweise hätten wir dann, wenn ich mich nicht irre, nur noch eines zu tun. Nur noch eine Attraktion übrig. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es einfach merken. Jetzt gehen wir erstmal wieder dahin. Zu den Autoscootern, genau. Und laufen den Weg weiter entlang. Das Einzige, was wir nicht fahren konnten, aber gut, das will ich jetzt auch nicht mehr nach der letzten Aktion hier, die hier passiert ist. Da hinten geht es aber dann auch wieder zur Achterbahn. Muss ich mal gucken jetzt, ob da noch was Neues ist. Dazwischen. Hier ist noch was zum Lesen. Ja, hier geht es halt weiterhin um die Unfälle im Park. Und ich weiß nicht, vielleicht, wir sind Tod-Story und sind hier gefangen, vielleicht stimmt die auch nicht, vielleicht waren wir an dem Park, vielleicht waren wir auch Teil eines Unfalls, oder wir haben irgendetwas mitgenommen, wodurch wir, so wie es da auch stand, vielleicht sind wir irgendwie paranoid oder krank geworden, wodurch wir dann dies gesehen haben, beziehungsweise einfach, vielleicht ist es ja doch wirklich eine Art Hexe hier, ach, was weiß ich, ich wollte doch gar nicht mehr groß, spekulieren. Ich werde das auf jeden Fall nochmal voll in Ruhe spielen. Und eventuell nochmal im Livestream mal gucken. Ich finde das echt stark gemacht, aber ich bin mir jetzt leider mal wieder, ne, typisch John. Orientierung, wohin? Ich würde gerne nochmal so eine Karte mir anschauen, ob wir wirklich alles gefahren sind, bevor wir zum Hexenmaul sind. Ob wir nicht noch vielleicht was erfahren können. Wo ist es nicht? So, ich gehe jetzt mal da runter. Ah, dann, ich glaube, das führt... Ach nee, kann ich ja gar nicht, Mensch. Ist ja blöd. Dann habe ich ja alles richtig gemacht im Grunde. Habe ich nur die Ecke hier quasi übersehen. Okay. Ja, das ist jetzt doof. Ich nehme an, wir haben alles gesehen. Ich laufe jetzt zurück. Zum Hexenmaul. Schauen, ob es klappt. Also, ich muss schon sagen, ich bin echt ein Fan davon, wenn ein Spiel, auch wenn es jetzt verdammt kurz sein mag, wenn es jetzt vielleicht schon gleich aufhört, trotzdem bin ich ein absoluter Fan von solchen Spielen. Das ist einfach richtig gut inszeniert. Man kann so viel rein interpretieren. Vielleicht... Ich meine, gut, vielleicht habe ich es mir selbst auch nochmal ein bisschen schwerer gemacht, indem mein Englisch halt nicht so doll ist und indem ich nicht alles gelesen habe jetzt. Dann ist es vielleicht nochmal ein größeres Fragezeichen, als es eigentlich sein müsste. Aber ihr habt ja dann, also die meisten von euch können es ja vielleicht ein bisschen besser und haben dann mehr verstanden. Das habe ich dann in den Kommentaren bestimmt schon herauslesen können. So, was war das für ein Geräusch? Ja, mit dir fahr ich bestimmt nicht mehr. So viel ist sicher. Also in der Richtung müsste ich eigentlich hergekommen sein. Von da. Die Geräusche sind gerade echt ein bisschen merkwürdig. Ich nehme an, das kam von der Attraktion. So, wir müssten jetzt, wenn ich mich nicht schon wieder verirrt habe, zu den Booten kommen. Unsere erste Attraktion, die wir gemacht haben. Und dann schon fast an Park anfangen, da wo das Hexenhäuschen war. Bin ja mal gespannt. Dieser Typ. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so der Sensemann, oder? Das ist ja doch eine Art Zwischenwelt.
Ich weiß es nicht. Ich finde das nur super gut gemacht hier. Es wirkt doch alles wie ein Albtraum. Geben wir das mal zu, ne? Nun gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist die erste Attraktion. Wir sind jetzt fast am Anfang wieder. Wenn ich jetzt doch eine Attraktion übersehen habe, dann tut es mir leid, aber ich laufe jetzt da nicht nochmal den ganzen Park durch. Wir können gleich nochmal nachgucken. Ich glaube, hier kommt eine Tafel. So, schauen wir nochmal, um sicher zu gehen. Also, wir hatten den Rollercoaster. Was ist denn die Sideshow Alley? Die sagt mir nichts. Das ist das Einzige, was wir nicht gemacht haben. House of Horror. Nee, House of Horrors haben wir auch noch nicht gemacht. Aber House of Horrors, das ist ja das. Ja, super. In so einem schauderhaften Ding dann auch noch in die Geisterbahn zu gehen. Das ist das Hexenmaul, ne? Denke ich doch mal. Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir ins Hexenmaul gehen, gehen wir noch in die andere Richtung des Parkes. Das könnte nämlich sein, dass da noch was ist. Das habe ich gelesen. Das habe ich auch untersucht, da bin ich mir sicher, gestern. So, wir kommen jetzt nahe des Eingangs. Hier. Ja, eindeutig, ey. Candy House. Das Hexenmaul. Die Hexe hat ihn. Vielleicht ist ja da drin was passiert. Oder es gibt wirklich eine Hexe. Wer weiß, wer weiß. So, jetzt sind wir hier bei der... Weiß nicht, ich guck mal. Ist das hier der Eingang? Ja, ne? Okay, wenn das der Eingang ist, dann gehen wir jetzt gerade nochmal rechts rum. Da könnte nämlich sein, dass das das Einzige ist, was wir jetzt noch nicht angeschaut haben. Oh, ich fürchte, da geht's gar nicht rein. Das war ja abgeschlossen. Shit. Das sind so kleine Stände, ne? Von der anderen Seite. Verdammt, da müsste man aber hergucken. Da müsste man aber hinkommen. Ah, oh, wir waren eigentlich schon. Das ist jetzt doof. Das ärgert mich jetzt. Ah. Was habe ich vorhin gesagt? Ich will nicht den ganzen Park nochmal rundrum laufen. Doch. Eigentlich schon. Ich will wissen, was das für eine Attraktion ist. Ich hätte nur da rundrum nochmal laufen müssen. Dann hätte ich das nochmal gesehen. Bin jetzt total umsonst zurück. Was steht da jetzt? Carrie Killian is Saturn's Swirl. Okay. Ist das jetzt ärgerlich, dass ich hier nochmal total außen rumlatschen darf? Nur damit ich in dieses letzte, in diesen letzten Abschnitt da komme. Und wenn ich Pech habe, kriege ich das Tor dann nicht mal auf. Nee, wartet mal. Nee. Stopp. Die Brücke war doch kaputt. Das Ding war kaputt, ich konnte da nicht runter. Ich hab's versucht, stimmt. Vielleicht kriege ich im Hexenhaus den Schlüssel, damit ich da hinten hin kann. Okay, wir gehen jetzt da rein. Ob wir wollen oder nicht. Los geht's. Macht sie automatisch die Lampe an oder muss ich da was drücken? Es wird sogar geladen. Scheint was Größeres zu sein. Bin mal gespannt. Geisterbahn im Geisterpark. Perfekt. Perfekt. Oh Gott, jetzt wird's bestimmt richtig gut. Ach ey. Da ist er wieder, unser Freund. Jetzt wieder was geschrieben. Scheint ja schon länger geschlossen zu sein wegen den Unfällen. Aber dieser Typ, der hier das Ganze erbaut hat und versucht hat zu retten, der hat es angeblich sich hier gemütlich gemacht, hier irgendwo. Seine Familie zurückgeschickt. Ja, wenn das alles schon so längst kaputt und verdorben ist, da muss ja schon eine gewisse Zeit vergangen sein, ne? So, wer kennt's nicht? Lustige Spiegel.
Die Unterschiede sind nicht zu erkennen. Okay, das sind gar keine lustigen Spiegel. Ich dachte, vielleicht hier. Sie hat voll die gruseligen Augen, oder? Sieht creepy aus, die Frau. Oh. Ey. Das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Ja, anscheinend ein Haus zum Durchlaufen. Finde ich persönlich viel cooler wie so eine Geisterbahn. Ne? Wie es ja meistens der Fall ist. Und wenn man da durchlaufen kann, finde ich das viel unheimlicher, ehrlich gesagt. So, da sind wir wieder. Passiert nichts im Spiegelbild sonst, ja. Gut. Mann, Mann, aber ganz ehrlich, die passt da gut rein, so wie die guckt. Ohne Mist. Schaut es euch an. So die Zombie-Augen. War da nicht eben noch... War hier nicht eben noch so ein Vieh? So ein Pappvieh? Okay, vielleicht sollte ich aufhören, in die Spiegel zu gucken. Ich weiß ja nicht. Ich werde selbst noch paranoid hier von dem Spiel. Kann man natürlich auch nur... Oh, da war eben... Ja, okay, alles klar, in dem Spiegel soll man so... Ja, ja. Das kann ja ein Special Effekt sein. Ja, das ist ja... Das ist hier jetzt nichts Unheimliches. Alles cool, alles cool. Du bist nicht echt. Du bist aus Pappe. Alles super. Tolles Geisterhaus. Oh, ne, da ist unser Freund da. Oh nein, ich habe unser Freund gesehen. Ich mag dich nicht. Wow! Okay. Der sah voll echt aus. Gerade im Hintergrund. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles gut, alles gut. Alles gut. Der Typ, der macht mir auch ein bisschen Angst. Also kann ich sie schon verstehen, wenn sie jetzt hier schnieft ohne Ende. Oh nein, der Schatten. Das sieht genauso aus wie der Sensenmann-Typi da, der uns schon ein paar Fahrten ermöglicht hat. Und das Schlimme ist, ich kann nicht mal erkennen, wo sein Schatten herkommt. Das ist doch merkwürdig, oder? Wieso wirft er denn... Wie wird denn dieser Schatten hier geworfen? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, ein Glück habe ich noch einen zweiten Part gemacht, ey. Wenn ich dieses Geisterhaus jetzt nicht erlebt hätte, hätte mir definitiv was gefehlt. Hier ging irgendwo eine Tür gerade auf. Vielleicht war hier eine Tür, ich weiß es nicht. Ich habe zwei Wege, Leute. Ich habe zwei Wege. Ich könnte hier lang oder da lang. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich gehe mal da lang. Okay, ist nur ein kleiner Spiegelraum. Alles gut. Sie hat ein seltsames Halsband, oder? Wer hat, also welche Frau hat denn ein Halsband mit einem Axt als Anhänger? Das sieht doch mal total schräg aus. Aber gut, die Frau ist ja auch ein bisschen schräg. Nach dem einen Monolog da, wo sie so abwertend über das Kinderkriegen geredet hat. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Tja, na gut, ich bin auch keine Frau, ne? Also, ja. Aber gut. Trotzdem hört man sowas selten. Gut, hier ist nichts weiter. Aber es gibt ja noch den Weg hier, oder? Kam ich hierher? Nö, ne? Oh, lass das sowas. Mag ich nicht. Brauchst dich für mich nicht in Schale zu werfen, Freund. So, mit dir? Ja, das habe ich kommen sehen. Das war jetzt nichts Unheimliches. Da musst du früher aufstehen. Hampelmann. Pappmann. Blödmann. Babsack. Da musst du früher aufstehen. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt schon mal war. Das kommt mir alles ein bisschen vertraut vor. Mal gucken. Okay. Weiß jetzt nicht. Kam jetzt neu vor. Wer war das?
Mr. Tod, warst du das? Okay, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, wo es weitergeht. Ich weiß es nicht. Where is my boy? Eine gute Frage. Den haben wir noch nicht gesehen, den Nerd. Der ist mir neu. Ja, ist gut. Ich gehe ja schon in die Richtung. Ich hatte nichts anderes vor. Ist das jetzt der Ausgang? Oh Gott. Oh Gott. Aber ich weiß gar nicht. Der Typ war ja auch hinter mir in der Achterbahn. Der wirkte ja fast nett. Ich meine, er hat mir ja nichts Schlimmes getan. Bisher. Allein diese Erzählung in der Achterbahn mit ihm, das war, schon... Weiß nicht. Mal abwarten. Okay, nett ist vielleicht das falsche Wort für ihn, aber... Okay, wo sind wir denn jetzt? Bisschen Location-Wechsel hier. Die Tür kriege ich nicht auf. Die auch nicht. Vielleicht ist er doch nicht nett. Ich weiß es nicht. Ach, schön. Sagen wir den Nightmare-Zirkus. Toll. Oh yeah. Gehört das noch zur Geisterbahn? After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Alles ganz schön traurig und das hier wirkt jetzt nicht unbedingt mehr nach Geisterbahn. Es wirkt vielmehr nach Zuhause.